Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Halo Spartan Assault. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe mit der zweiten Mission aus Operation Hydra, Fall der Barrikaden. Sobald Spartan Palma die Landezone gesichert hatte, strömten konstant neue Einheiten der UNSC auf die Oberfläche des Mondes X50. Das Signal der Blutsväter lief in eine Schleife und die Analysten hatten Mühen, seinen exakten Ursprung ausfindig zu machen. Der Allianz war es bereits gelungen, einige Geschütze entlang der großen Schlucht namens Höllenmeer zurückzuerobern. Das UNSC würde zum Sieg eine enorme Schlagkraft benötigen. Spartan Palma übernahm das Kommando über ein Bataillon Scorpions und Grizzlies, um diese Geschütze zu vernichten. Gleichzeitig gelang es Experten des UNSC, das Signal der Blutsväter zu knacken. Der Verdacht erhärtete sich, dass es sich gar nicht um ein Signal aus alten Zeiten handelte. Es schien weitaus neuer zu sein und es rief nach Hilfe. Okay. So, ich habe ein Fokusgewehr bei mir und ein Brutgewehr. Und Panzerungsfertigkeit ist Sprint dabei. Okay, dann würde ich mal sagen, Attacke. So, zerstören Sie die Megageschütze der Allianz. Wo ist die Panzer? Fahrzeuge lassen sich ein bisschen. Ja, ich sag mal so. Ist es okay. Schütze zerstören. Hey!
Okay. Ah, kann ich nicht schnell nicht weg. Na gut, nochmal das Ganze. Egal. Das Ganze nochmal. Weiter durchs Tal vor, okay.
Ah, fehlt noch knapp 7000 Punkte noch. Na gut. So, dann würde ich mal sagen, das war's dann auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit der Sturm auf die Suprastruktur. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.